Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen bei unserem Let's Play 24-Stunden-Spielchen. Heute spielen wir Vengeance oder Vengeance kann man gar nicht anders aussprechen, ist schon richtig so. Heißt übersetzt so viel wie Rache oder Vergeltung, das sagte mir zumindest mein Online-Wörterbuch, mein Schulenglisch reichte dafür leider nicht aus, das ist etwas traurig, aber ich schäme mich schon genug dafür. Erstellt wurde das Ganze anscheinend von Cheetah. Wird aber anders geschrieben, als es ausgesprochen wird, zumindest anders, als man denken könnte. Ja, der Titelscreen ist zumindest nicht aussagekräftig, nicht besonders. Wir wissen, wer es erstellt hat, wie das Spiel heißt, wir sehen zwei Federn oder so. Im Hintergrund trällert eine, ja, schöne Hintergrundmusik, die fand ich richtig geil. Die musste ich mir eben erstmal einfach so geben, ohne was aufzunehmen, weil ich es so klasse fand. Ja, und ich habe so langsam den Verdacht, dass zumindest bei diesem 24-Stunden-Spielchen-Contest, bei dem ich hier die ganzen letzten Spielchen rausgesucht habe, dass man keine Schrift benutzen durfte, außer halt im Titelscreen für den Titel, aber halt irgendwie nicht für die Texte oder so, denn anders kann ich mir nicht erklären, dass wir hier irgendwelche Pfeile haben, anstatt hier Start, Beenden und Laden und was es halt so alles gibt. Aber ich denke mal, wir drücken hier auf den Pfeil nach oben, steigen in himmlische Sphären auf und ja, mit einem beherzten Enter-Klick machen wir das auch. So, dann geht's auch schon los. Fragezeichen. Aha. Wir suchen dieses Mädchen und wir bewegen uns verdammt schnell. Das bin jetzt wirklich ich. So schnell bewegen wir uns tatsächlich durch diese Welt. Und egal, was wir anklicken, wir denken nur an unser Mädel. Ach so, immer wenn wir die Enter-Taste drücken, denken wir an unser Mädel. An unser Mädel. So rum. Ein Wolf. Und wir sind angepisst. Ah, jetzt laufen wir schneller und jetzt können wir noch immer nichts untersuchen. Wir haben die ganze Zeit nur an unser Mädel gedacht. So, wo können wir denn hin? Das scheint hier unser Häuschen zu sein. Und anscheinend ist unsere Freundin irgendwie von einem Wolf gebissen worden oder verschwunden oder was weiß ich. Und wir können über den Tisch laufen, das mag ich immer ganz besonders. Und hier auf den Brotkorb steigen. Die Stühle können wir leider nicht überqueren, keine Ahnung warum. Hier ist ein Buch auf dem Boden, auf dem Fußboden, aber das können wir leider nicht einsammeln. Im Hintergrund ist schon wieder die Titelmusik. Anscheinend ist das der einzige Song, der hier überhaupt spielt. Dafür ist er besonders schön. Deswegen wollen wir das dem Ersteller mal irgendwie nachsehen. Er hat ja auch nur 24 Stunden Zeit für das ganze Geplänkel hier. Und wenn man noch zur Schule gehen muss oder was weiß ich, dann hat man sowieso nicht allzu viel Zeit. Ja, hier auch wieder. Ich habe gesehen, das Spiel hat irgendwie 6 Maps. Allzu lange kann es also nicht werden, weil wir ja auch irgendwie gar nichts untersuchen können. Ich versuche ja schon hier alles in die Länge zu ziehen, aber so recht will das nicht klappen. Wir können auf jeden Fall über komische Sachen gehen. Wir können hier den Berg halb erklimmen, aber hier über diesen kleinen, ja, diesen kleinen Klimmzug, den schaffen wir dann nicht mehr. Diese ganze Klippengeschichte und mein Kommentar heute. Das ist das erste Mal, dass ich wieder was aufnehme. Und was ist denn hier los? Ein kleines Kanickelchen. Komm nochmal zu mir her. Und nein, da wollte ich eigentlich nicht hin. Und ganz komisch, wir gehen nach Süden und kommen nach Osten wieder raus. Egal. Wollen wir das dem Spiel mal nachsehen? Der Ersteller hatte ja nur 24 Stunden Zeit dafür, wie wir schon etwas öfter erwähnt haben. Ja, es schneit, es ist Winter, passt ja auch zur Jahreszeit. Glaube ich. Haben wir eigentlich schon Winter? Ja, ich glaube. Ja, ja, klar. Bestimmt. Also diesen meteorologischen Winter auf jeden Fall. Geschneit hat es hier leider noch nicht. Darauf warte ich noch. Aber das kann ja auch bald mal was werden. Hier, was ist das denn hier? Kanickel, komm doch mal her. Ich dachte erst, das wäre ein Wolf. Aber ein Wölfchen sieht noch ein bisschen anders aus als ein Kanickelchen. Und ich mag diese ganzen Diminutive heute. Oh, Eisbär Knut. Oder so. Auf jeden Fall sehr friedlich. Hm. Ja, ich wollte mich auch mal bedanken hier. Hier, jetzt 500 Abonnenten habe ich jetzt. Ja, sehr schön, dankeschön. Nur mal so nebenbei bemerkt, bedanke ich mich. Ja, mit Mafia geht's auch bald weiter. Heute ging leider kein Part online, deswegen hier nur sowas Kleines. Denn Mafia würde viel zu lange dauern, wenn ich das aufnehmen müsste, rendern und bla, dann wäre ich bis morgen nicht fertig. Deswegen lieber sowas Kleines, eine ganze Kleinigkeit hier nochmal. Ein 24-Stunden-Spielchen, davon hatten wir auch längere Zeit nichts mehr, so 2 oder 3 Tage. Gut, für meine Verhältnisse ist das verdammt kurz. Und irgendwie ist unsere Freundin gekillt worden. Rotkäppchen, nein. Und da sind wir ziemlich traurig hier. Unser tapferer Held. Ja, der ist ziemlich angepisst. Wir werden jetzt wahrscheinlich im Standard-Kampfsystem kämpfen. Oder auch nicht. Aber wir stürzen uns in den Kampf. Und tatsächlich, wir haben hier sowas in der Art. Also das ist das Standard-Kampfsystem vom RPG-Maker. 3000. Nee, 2003. Was laber ich? Wir können anscheinend aber nur angreifen. Wenn ich das richtig sehe. Nee, das wollte ich irgendwie nicht. Ich wusste auch nicht, was das bedeutet. Was ist das denn hier?
Ach, jetzt sind Zauber hier. Ach, heilen wir uns. Ui, oh, epischer Kampf. Die Musik ist natürlich wieder mit dabei. Und was ist das hier? Steine. Ui, die Steine tun aber weh. Sollten wir aber nicht zu oft einsetzen, denn wir haben ja nur begrenzt Mana. 10 an der Zahl, die Hälfte ist schon weg und wir müssen uns bestimmt nochmal heilen. Und unsere Schläge, die teilen ja auch ganz ordentlich aus. Ich hoffe, das Spiel legt es nicht darauf an, dass man perfekt kämpft, denn dann haben wir schon verloren. Denn ich habe ja ein bisschen hier rumgeplänkelt mit irgendeiner Scheiße. Aber gut, ich denke, das schaffen wir trotzdem. Ich würde natürlich noch interessieren, was der andere Zauber macht, aber ich wollte mich auch gerne nochmal heilen können für den Notfall. Vielleicht lädt der andere Zauber unsere Mana auf, das ist mir dann aber egal, denn wir haben den Kampf ja auch so gewonnen. Wir bekommen gar nichts, eine leere Textbox und das war es auch schon. Und das war jetzt das ganze Spiel oder was zur Hölle? Oh nein, dieses realistische Blut, das da rumfließt und wir weinen, wir sind ganz traurig. Doch wir gehen jetzt wieder nach Hause, denn unsere Freundin ist ja tot, suchen wir uns halt eine neue. Ach, da ist ja die Wölfin, denke ich mal. Oder der Bruder, der wie ein Weib aussieht. Ja, gehen wir rein in die schmucke Stube, ins traute Heim. Hä? Happy End. Nein, wie schön. Da ist unsere liebste Freundin mit ihren blauen Haaren. Sieht etwas punkig aus, aber gut. Ist ja auch ein Fantasy-Game. Ja, welch sinnloser Mord, muss ich mal sagen. Jetzt wird sie vom anderen Wolf angefallen. Jetzt aber. Ah, das ist doch schön. Also, nee, ist gar nicht schön, aber das ist halt hier dieser schwarze Humor. Ach, das finde ich ja schön. Das finde ich süß. Ach, das hat doch auch was. Ja, hallo, nochmal hier aus dem Titelbildschirm. Irgendwie ist da gerade mit der Aufnahme, ich habe 1000 Fenster aufbekommen, wo drauf stand, nicht implementiert oder sowas. Vielleicht sollte noch irgendwie, ja, was weiß ich, kommen irgendwelche Credits oder so. Auf jeden Fall ist die Aufnahme einfach so abgebrochen. Nun gut. Ja, wollen wir noch irgendwann was zum Spiel sagen? Ich habe mich ja übers Ende sehr lustig gemacht. Viel mehr muss man dazu auch nicht sagen. Also das war ja jetzt, weiß ich nicht, war ja jetzt nicht so besonders das Spiel. Die Titelmusik ist immer noch schön und Cheater, da hast du was Schönes gezaubert. Das hätte ich aber glaube ich auch hingekriegt. Nee, schön. Nee, wir wollen ja hier nicht bashen, aber ja, gut. War bis jetzt das Schwächste, will ich mal sagen. Das erste war langweilig, das zweite, was war das zweite? Oh nee, das war ja horrös, das war ja ein wahres Horrorspektakel. Das hier war einfach nur, ja, das Ende, das war cool. Weil man denkt erst, hey cool, Happy End, und dann ist der andere Wolf aber sauer geworden und dann hat er gedacht, nee, ich greife ja normal keine Menschen an, ich habe ja normal keine wölfischen Instinkte oder so, aber jetzt, ey, jetzt ist mir das scheißegal, jetzt bringe ich mal einfach die Freundin vom guten Männlein um, ne? Der hat natürlich auch nur gedacht, dass der Wolf, der vorige Wolf, den er umgebracht hat, die Freundin schon umgenietet hat oder umgefressen hat, wie man es auch nennen möchte, denn Wölfe können ja wahrscheinlich keine Handwaffen bedienen, aber... Ja, nun gut, Handfeuerwaffen meine ich jetzt. Messer weiß man nicht oder Handklauen haben sie ja eh. Nee. Ja, schön. Ja, schreibt was dazu in die Comments, lasst es bleiben. Ich fuchtel hier noch ein bisschen wild mit den Händen rum. Und wir sehen uns dann gleich morgen wieder mit einem neuen 24-Stunden-Spielchen eventuell oder auf jeden Fall mit Mafia. Aber das werden wir dann morgen sehen. Uns dran erfreuen, aber das ist ein anderes Thema. Egal, ich laber wieder so viel. Tschüss, LentyLP, bis dahin, bis dann. Ciao, ciao.